Hallo zusammen, ich bin Robin Pleier, ich bin der Captain der Wasserballer von Kreuzlingen und wir sind hier im neuen Schwimmbad Egelsee. Hinter mir sehen wir die komplett neue Halle. Unsere Mannschaft ist dieses Jahr mega gut unterwegs. Wir haben uns für den Challenger Cup qualifiziert und können dort unsere neue Schwimmhalle einweihen und zum zweiten Mal vor Publikum, vor richtig viel Publikum spielen. In diesem Jahr haben wir wieder hohe Ziele. Wir wollen natürlich den Meistertitel und den Cup-Sieg aus dem letzten Jahr verteidigen. Und wenn möglich als drittes Ziel europäisch ins Finale kommen, das wäre so unser Traum von diesem Jahr. Ein weiteres Highlight neben Cup-Sieg und Meistertitel im letzten Jahr war sicher der Viertelfinale vom Challenger Cup. Wir durften hier von über 500 Leuten spielen. Das Hallenbad war ausverkauft und das war von der Stimmung her mega, mega schön. Weil auch die Stimmung so richtig kompakt zusammengekommen ist, was manchmal im Freibad ein bisschen verloren geht.